WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. April 1938. Der Todestag der französischen Malerin Suzanne Valadon. Mit 18 Jahren zeichnet Suzanne Valadon sich selbst. Manches an diesem Pastell ist noch ein wenig unbeholfen. Und doch fasziniert das Bild durch den Ausdruck der jungen Frau. Das braune Haar streng zurückgebunden, blickt sie den Betrachter herausfordernd an. Ihr Kinn ist energisch vorgereckt, die Mundwinkel sind skeptisch nach unten gezogen. Kein Zweifel, diese 18-Jährige weiß, was sie will. Und sie wird darum kämpfen. Mit aller Kraft. Man muss hart gegen sich selbst sein, Selbstbewusstsein haben, sich ins Gesicht sehen. Diesem Überschuss, dem Hass und dem Übermaß an Liebe muss man freien Lauf lassen. So wie sie sich selbst sieht, spröde und entschlossen, sehen die anderen sie nicht. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen ein überaus hübsches Mädchen mit anmutigen Zügen. Kein Wunder also, dass sich die Maler vom Montmartre um das bezaubernde Geschöpf reißen, zumal die Schöne auch noch stundenlang stillstehen kann. Dabei schaut sie den Künstlern allerdings genau auf die Finger. Denn nur Muse oder Modell zu sein, das reicht ihr schon mit 18 nicht. Ich hatte große Meister. Ich habe das Beste für mich herausgezogen, aus ihrem Unterricht und aus ihrem Beispiel. Suzanne Valadon ist eine ganz ungewöhnliche Frau und sie ist vor allen Dingen eine absolute Ausnahmeerscheinung als Künstlerin in dieser Zeit. Die Kunsthistorikerin Caroline Hille ist Expertin für Künstlerinnen der frühen Moderne. Bei Suzanne Valadon gibt es allerdings ein Problem. Ihre Lebensgeschichte ist so schillernd, dass das bemerkenswerte Werk dahinter zu verschwinden droht. Schon die Malerin selbst hat ihre Vita reichlich ausgeschmückt. Man kann eigentlich zwischen Dichtung und Wahrheit nicht so richtig unterscheiden. Ich finde, das ist auch nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass sie sich künstlerisch über alle Konventionen hinweggesetzt hat und dass sie durch die Darstellung der Frau für die nachfolgenden Generationen so viel getan hat. Als Marie Clémentin Valadon wird sie am 23. September 1865 geboren, in einem Dorf im Limousin, das uneheliche Kind einer 34-jährigen Wäscherin. Ihre Mutter Madeleine flüchtet vor der Schande nach Paris, ins arme Leuteviertel Montmartre. Um sich und die Tochter durchzubringen, muss sie bis zu 16 Stunden am Tag putzen, nähen und waschen. So wächst die Kleine auf der Straße auf, ein wildes, verwahrlostes Girl. Die Nonnenschule besucht Marie nur sporadisch und verlässt sie schon mit 12. Sie arbeitet als Putzmacherin, Verkäuferin oder Pferdemagd und landet schließlich beim Zirkus. Doch ein Sturz vom Trapez beendet die vielversprechende Karriere. Mit 16 oder 17 steht Marie zum ersten Mal Modell. Endlich wird das Kind aus der Gosse bewundert und wahrgenommen. Ich erinnere mich noch der ersten Sitzung. Ich erinnere mich, dass ich mir immer wieder sagte, das ist das Richtige, das ist das Richtige. Der symbolistische Maler Puvy de Chavannes, ein fast 60-jähriger Grand Seigneur, hat sie entdeckt. Er verewigt die hübsche Kleine als Muse im Heiligen Hain und soll sie zu seiner Geliebten gemacht haben. Auch der Impressionist Auguste Renoir ist hingerissen von Marie. Sie findet sich auf vielen seiner Bilder. Die Tänzerin, die sich lächelnd der Führung ihres Tanzpartners überlässt, das bin ich. Und ich bin auch das feine Fräulein mit den Handschuhen bis zum Ellenbogen und dem Schleppenkleid. Und was die Akte betrifft, so hat Renoir mehrere nach mir gemalt, vor allem für eines seiner Bilder badender Frauen. Mit der Tugend nimmt man es am Montmartre nicht so genau. Und ein Modell muss dem Meister häufig auch in anderer Hinsicht gefällig sein. Renoirs Sohn Jean schreibt über die Mädchen, die für seinen Vater gearbeitet haben. Ohne weiteres gingen sie von der Stellung einer Venus zum Bügeln meiner Unterhose oder zum Stopfen der Socken über. Die jungen Mädchen von Montmartre, die für Renoir Modell standen, waren keineswegs lauter Tugendleuchten. Die Sitten im Viertel waren durchaus nicht streng und es wimmelte von Kindern, deren Väter man nicht kannte. Auch Marie wird schwanger. Im Dezember 1883, mit 18 Jahren, bekommt sie ihren Sohn Maurice. Über den Vater hat sie ihr Leben lang geschwiegen. Einer der möglichen Kandidaten, der Katalane Miguel Utrillo, wird den Jungen später als seinen Sohn anerkennen. 1883 beginnt Marie auch zu zeichnen. Sie zeichnet die Menschen in ihrer Umgebung,
die Mutter, den kleinen Sohn. Sie hat die Figuren nicht impressionistisch aufgelöst, sondern sie hat ihnen einen festen Umriss verliehen. Und dieses zeichnerische Gerüst hat ihre Entwicklung bestimmt von den Anfängen bis zum Ende. Also die Zeichnung war das Grundlegende auch für ihre Malerei. Im Winter 1886 zieht ein neuer Mieter in das Haus, in dem Marie mit Mutter und Sohn lebt. Der kleinwüchsige Adlige Henri de Toulouse-Lautrec. In seinem Atelier treffen sich Bohème und Halbwelt zu rauschenden Festen. Marie ist fasziniert. Sie steht für den Grafen Modell und wird bald seine Geliebte. Die Schöne und der Zwerg, das ist eine Kombination, über die man sich selbst auf dem Montmartre das Maul zerreißt. Toulouse-Lautrec soll ihr den Namen Suzanne verpasst haben. Und er entdeckt ihr Zeichentalent. Durch die Vermittlung von Toulouse-Lautrec hat sie Edgar Degas, den großen Meister, wie sie ihn selbst genannt hat, kennengelernt. Für Suzanne Valadon ist diese Begegnung der wunderbarste Augenblick ihres Lebens. Schließlich gilt Degas als einer der renommiertesten Maler der Epoche. Und dieser Meister ist von ihren Zeichnungen beeindruckt. Ja, es ist wahr. Sie sind wirklich eine von uns. Degas hat sie nicht nur ermuntert, zum ersten Mal offiziell auszustellen, sondern er hat sie auch zum Malen ermuntert. Er bleibt ein Freund bis zu seinem Tod. In seinen Briefen nennt er sie die schreckliche Maria, weil sie so eigensinnig und widerspenstig ist. Die 5 Zeichnungen, die Suzanne Valadon 1894 in einer der großen Pariser Kunstausstellungen zeigen kann, werden wohlwollend aufgenommen. Sie macht schnell Fortschritte und wird immer sicherer. Dabei interessiert sie sich besonders für den nackten Körper. In dieser Beschäftigung mit dem Akt ist sie wirklich eine Pionierin gewesen. Sie hat diesen Akt nie idealisiert, sondern sie hat den Körper gezeichnet, wie er ist, in einem rigorosen Realismus. Auffällig ist auch, dass ihre nackten Figuren immer mit etwas beschäftigt sind. Sie waschen oder kämmen sich, ziehen sich an, trocknen sich die Zehen ab. Malen bedeutet für Suzanne Valadon, einen Augenblick des Lebens in seiner ganzen Bewegtheit und Intensität zu erhaschen. Ihr Liebesleben bleibt turbulent. Nach der 2-jährigen Liaison mit Toulouse-Lautrec, den sie wohl gern geheiratet hätte, stürzt sie sich in eine verrückte Affäre mit dem Komponisten Erik Satie. Er schreibt ihr zärtliche Briefe und schenkt ihr Halsbänder aus Würstchen. Das Ende soll hässlich gewesen sein. Doch Suzanne tröstet sich schnell. Dem Klatsch nach gibt es kaum ein Genie des Montmartre, mit dem sie nicht das Bett geteilt hat. Zeitgenossen beschreiben sie als eine Art femme fatale. Ein hübsches Frauenzimmer. Und mehr als irgendeine andere imstande, einen Mann mit einem Schlag zu entzünden. 1896, mit 31, flüchtet Suzanne Valadon in die Ehe mit einem wohlhabenden Bankier. 13 Jahre lang genießt sie das luxuriöse Leben des Großbürgertums. Zusätzlich zur Villa auf dem Lande kauft ihr der Gatte ein Atelier am Montmartre. Eigentlich könnte sie sich jetzt ohne materielle Sorgen ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Doch in dieser Zeit häufen sich die Probleme mit ihrem Sohn Maurice. Sie hat diesen Sohn sehr geliebt, aber sie hatte ihr Leben lang sehr großen Kummer mit ihm. Suzanne Valadon hatte nie viel Zeit für ihr Kind. Der zarte, hypersensible Junge wird von der Großmutter betreut, während sie das Geld für alle 3 verdient. Maurice wächst zu einem verstörten jungen Mann heran, der schon früh exzessiv zu trinken beginnt. Suzanne wird von ihm zugleich vergöttert und tyrannisiert. Meine Mutter, eine Heilige, die ich aus tiefster Seele segne und anbete wie eine Göttin, ein herrliches Wesen voller Güte, Redlichkeit, Nachsicht und Aufopferung, vielleicht das größte Licht der Malerei des Jahrhunderts und der Welt. Diese edle Frau erzog mich immer nach den strengsten Vorschriften der Moral, des Rechts und der Pflicht. Wird ihr Sohn als Erwachsener schreiben und reumütig anfügen? Aber leider folgte ich ihren guten Ratschlägen nicht, ließ mich nach und nach durch die Bekanntschaft mit ekelhaften, lüsternen Kreaturen zum Laster verleiten. Immer wieder findet seine Mutter ihn sturztrunken in der Gosse, muss ihn aus Ausnüchterungszellen abholen oder in geschlossene Anstalten einweisen lassen. Auf Rat eines Arztes regt sie ihn zum Malen an. Und der Säufer entpuppt sich als Genie. Mit seinen Bildern von den Gassen des Montmartre läuft er seiner Mutter bald schon den Rang ab. Utrillo, das ist ein Maler. Ein großer, ein sehr großer Maler.
Suzanne ist 44, als sie sich Hals über Kopf verliebt in den Maler André Uther, einen Freund ihres Sohnes und 3 Jahre jünger als Maurice. Sie trennt sich von ihrem Mann und zieht mit Sohn und Geliebtem zusammen in ein Atelier. Das neue Glück verleiht ihrer Kunst Flügel. Wir liebten und malten, malten und liebten. Uther, der schön wie ein junger Gott gewesen sein soll, steht für sie Modell. So malt sie 1909 den Geliebten und sich selbst als Adam und Eva. Ein großformatiges Bild, das sie allerdings erst ausstellen darf, als sie ihrem Adam eine gewaltige Ranke über die Lenden pinselt. Wenn sie Uther nackt posieren lässt, dreht Suzanne Valadon das traditionelle Verhältnis Maler-Modell einfach um. Dass sie sich ihren Geliebten zum Modell genommen hat, das war ja auch eine ganz außergewöhnliche Geschichte und da ist sie ihrer Zeit weit voraus. Als Uther zu Beginn des Ersten Weltkrieges einberufen wird, heiratet die 49-Jährige ihren Liebhaber. In den nächsten Jahren werden die exaltierte Malerin, ihr 21 Jahre jüngerer Mann und der trunksüchtige Sohn berühmt-berüchtigt. Als Trinité Maudite, die verfluchte Dreieinigkeit. Bei einer gemeinsamen Ausstellung der drei stürmen sensationslüsterne Besucher die Galerie. Nicht so sehr wegen der Bilder, sondern vor allen Dingen wegen der Geschichte dieser drei Künstler, die das Publikum natürlich in Scharen anzog. Verkaufen können sie in dieser Zeit allerdings nur wenig und die finanzielle Situation muss schwierig gewesen sein. Das ändert sich in den 20er Jahren. Plötzlich werden für Trillios Werke schwindelerregende Summen gezahlt. Uther konzentriert sich auf die Vermarktung und bald schon sprudeln die Einnahmen. Die drei Künstler kaufen ein baufälliges Schloss auf dem Land, wo sie Festgelage mit getrüffeltem Fasan geben oder ausschweifende Partys feiern. Suzanne spielt große Dame und wirft das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus. ...1923 malt sie ihr berühmtestes Bild, das blaue Zimmer. Eine freche Parodie auf all die zarten Haremsdamen, die sich auf den Bildern der Kollegen lasziv in ihren Kissen räkeln. Auch Valadons Odaliske liegt hingestreckt auf einem Divan. Doch das ist schon die einzige Gemeinsamkeit. Eine Zigarette lässig im Mundwinkel wirkt sie in ihrer gestreiften Pyjamahose und dem rosa Unterhemd zwar sinnlich, aber auch sehr souverän. Sie verkörpert, so die Kunsthistorikerin Caroline Hille, einen neuen Frauentyp. Die emanzipierte Frau, die genau weiß, was sie will. Dieses Bild wurde schon in den 20er Jahren zu einer Ikone der Emanzipation. Suzanne Valadons letzte Jahre sind durchmischt von Bitterkeit. Uther verletzt sie immer wieder durch Affären mit anderen Frauen, bis sie sich schließlich von ihm trennt. Außerdem erkrankt sie schwer an Diabetes. Und schließlich heiratet ihr Sohn und lässt die Mutter in ärmlichen Verhältnissen zurück. Warum kämpfen? Für wen? Solange ich Maurice beschützen konnte, hatte mein Leben einen Sinn. Mein Werk? Es ist vollbracht. Und meine einzige Befriedigung ist, niemals das verraten oder dem entsagt zu haben, an das ich geglaubt habe. Ein letztes Erfolgserlebnis hat die Malerin jedoch noch, bevor sie mit 72 am 7. April 1938 an einem Schlaganfall stirbt. Ein Jahr vor ihrem Tod besucht Suzanne Valadon in Begleitung einer Freundin eine große Pariser Ausstellung mit Werken europäischer Künstlerinnen, in der auch ihre Bilder gezeigt werden. Nach dem, was wir heute Nachmittag gesehen haben, bin ich sehr demütig. Die Frauen von Frankreich können auch malen. Aber weißt du, Chérie, ich glaube, Gott hat mich vielleicht zur größten Malerin Frankreichs gemacht. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de